dem Themenfrühstück des Tages mit neuer Besetzung. Einmal Tobi Ahrens zum ersten Mal. Mein Name darf nicht genannt werden, ich bin ein bisschen schüchtern, deswegen auch die Maskerade. Vögel machen Sex ganz anders als wir Menschen. Warum heißt es dann, gossensprachig, Vögel? Pipizza. Ja, aber Pipizza ist auch unser Fehler. Ist auch die Antwort auf so ziemlich jede Frage. Wie geht's dir heute Morgen, Tobi? Pipizza. Wow. Ich fordere auch heute wieder auf. Steht auf, erhebt euch, applaudiert für diese arische Leistung. Dankeschön, danke. Danke. Was willst du heute Abend essen? Pipizza. Wohin geht's im Urlaub? Eigentlich müssen wir irgendwann mal alle Leute, die regelmäßig kommentieren, einladen zu einer großen Sause. Im Sommer, wenn eh nichts los ist im Fußball, dann mieten wir uns ein Boot, ja. Fahren die Spree hoch und runter. Ja. Und wahrscheinlich bereue ich nach 15 Minuten, was ich getan habe, und springe über Bord. Aber ja. Dann habt ihr wenigstens Spaß. Was für ein Rückblick. Ja. Da muss man auch sagen, beim Anblick der Bilder, wir sind ganz gut gealtert. Also da kann man schon... Findest du? Doch, wir können schon zufrieden sein. Ich bin glücklich mit dem Ist-Zustand. Warum sagst du nicht, wie es ist, dass wir gerade relativ häufig festgestellt haben, dass die Klamotte haben wir noch. Und gestern und vorgestern auch getragen. Ja, das ist wohl so. Das ist wohl so. Ah, bitte. Ach, naja. Es war nicht alles schlecht. Nein, es war fantastisch. Ich sag's dir, wie es ist, ich habe mich den ganzen Morgen drauf gefreut, auf dieses Thema. Wann bist du denn aufgestanden? Um 6 Uhr. Ich war ein bisschen aufgeregt. Du bist um 6 aufgestanden, wirklich wahr? Nee, ich hatte heute viel zu tun. Machst du jetzt neue? Du hast ja ordentlich an Masse gewonnen. Sieht man vielleicht über den Kamer. Doch wirklich? Machst du denn morgens so, pumpst du einmal weg oder was? Sehe ich aus wie jemand, der morgens einen wegpumpt? Nee, aber wer um 6 Uhr aufsteht, könnte vielleicht. Absolut nein. Hast du eine Special Workout Routine Music? Habe ich mich gefragt? Habe ich mich wirklich gefragt? Nein. Okay. Ich habe immer noch, da habe ich mal einen Text drüber geschrieben. Ich habe ein spezielles YouTube-Video. El Kido. Irgendwas mit Football, ich weiß es nicht genau. Ich habe mal einen Text drüber geschrieben. Das ist ein Video, was so einfach nur so eine Compilation ist aus 2000er Fußballszenen. Mhm. Also zum Beispiel Shevchenko verschießt den Elfmeter gegen Dudek. Dann, okay, das ist 99, aber Ole Gunnar Solskjaer trifft gegen die Bayern. Ja. Und dazu immer der Originalkommentar. Und das mit so einer geilen Musik unterlegt. Ja. Und das gucke ich mir immer an, eine Stunde oder eineinhalb Stunden, bevor das Spiel losgeht am Wochenende. Du selber spielst. Ja. Ja, geil. Und immer, wenn ich bei YouTube am Sonntag draufgehe, dann wird mir das immer direkt als erstes vorgeschlagen, das Video. YouTube weiß, was ich mir sonntags morgens angucke. Naja. Schön. So viel dazu. Mensch, schön, dass du da bist. Gib einen kleinen Daumen, oder? Er ist wirklich, ja. Er ist nicht größer. Nein, er ist nicht größer. Was stimmt nicht mit dem Mann? Es ist komisch. Gott sei Dank gehen wir über deinen Daumen. Entschuldigung. Naja, gut. Oh Mann, ey. Aber es gibt nicht nur gute Nachrichten im Sinne von, dass du hier sitzt. Mhm. Fühlst du dich eigentlich wohl in dem Themenfrühstück-Setting, was es jetzt gibt? Oder ich war ja schon mal zu Gast in diesem neuen Setting und fand es sehr, sehr schön. Ich habe viel Improvement, wie wir jungen Leute sagen. Mhm. Und wünschte, es wäre früher schon alles so gewesen. Oder sollen wir einfach nochmal ein Handy querkant nochmal aufstellen und wir reden da? Einfach nur dass man es sieht. So. Es war nicht alles schlecht, aber vieles schon. Nein, ich freue mich sehr. So. Ich freue mich auch sehr. Aber ist denn mittlerweile Inhalte geboten in diesem Format? Nö. Ach du, wir reden über dies und das und manchmal über Kloaken, wie ich gerade festgestellt habe. Nein, wir wollten eigentlich an dieser Stelle darüber reden, dass Borussia Dortmund im Champions-League-Viertelfinale ist. Ja, irre. Aber das müssen wir hinten anstellen. Kommt nachher, geiler Cliffhanger. Mhm. Und wir reden vorher über einen Skandal. Skandal! Denn die Deutschland-Trikots sind raus. Skandal! Was erlauben DFB? Dürfen wir über den DFB herziehen? Nein. Eben. Ansonsten super Trikots. Die kompletten EM-Akkreditierung sofort entzogen. Und wir bekommen leider auch keinen einzigen Spieler mehr zum Nicht-Exklusiv-Interview. So. Und von daher müssen wir da ein bisschen aufpassen. Aber um einfach mal die User auch selber sich ein Bild machen zu lassen. Wir nennen sie jetzt User, nicht mehr Kunden. Nee. Ah, stark. Wir sind User jetzt mittlerweile. Guck mal hier. Und das sind sie. Skandal!
Es gab ja schon so vorher Gerüchte und da hieß es oft, sieht aus wie halt so eine Gratismitnahme im Getränkemarkt und das stimmt. Ja, es ist wirklich wahr, ne? Aber also, es ist nicht mal Warsteiner, es ist halt diese Billigmarke von Lidl, Saskia Wasser oder so. Boah, ist das gemein. Haben wir eine Kooperation mit Lidl? Nein, aber mit Saskia Wasser. Es ist ja wirklich... Aber da also, regt mich vieles auf. Darf ich mal sagen, was mich alles ja, aufregt? Ja, geh mal. Also vom rein optischen mal abgesehen, regt mich schon mal auf, oben kostenloser Versand für alle Bestellungen über 49 Euro. Und ich bin mir sicher, es gibt nicht ein Produkt in diesem verdammten Shop, der unter 49 Euro ist. Und dann machen sie aber noch Code DFB S49, wo ich mir denke, Entschuldigung, wo das noch nötig ist. Und dann die Preise, guck mal an. Also Design, weißt du? Ja. Schön und gut, aber 150 Euro? Das ist das Authentic-Trikot. Was heißt das? Das sind die Trikots, mit denen die deutsche Nationalmannschaft auch nicht spielt. Aber was heißt das? Das ist angeblich aus einem noch etwas besseren Material, noch schweißabweisender. Das zirbelt nicht so an der Titte, oder was? Genau. Ist tatsächlich vor einigen Jahren, als die deutsche Nationalmannschaft oder der Ausrüster, darf man den hier nennen? Ich weiß es nicht genau, sonst kommt noch jemand auf die Idee, dass es Adidas wäre. Jedenfalls hatte der Ausrüster 2018 uns eingeladen, zu einem Interview mit dem Designer, Jürgen Rank, der ja wirklich, also... Geiler Typ. Wirklich super, der sicherlich auch wieder seine Hände im Spiel gehabt haben wird bei diesem Trikot. Also, sorry für alles, was da jetzt kommt. Und der hatte uns mitgenommen ins Adidas Museum, also auf dem Campus, also dem Firmengelände von Adidas gibt es so ein extra Museum, wo so sehr viele wunderschöne Exponate irgendwie schlummern. Ja. Zum Beispiel der Schuh von Andy Brehme vom WM-Finale. Ne? Und unter anderem auch das WM-Trikot vom Halbfinale 2014 von Toni Kroos lag dort. Und da muss man halt sagen, er meinte so, fühl mal den Stoff, der fühlt sich anders an. Und du denkst im ersten Moment so, wenn dir jemand sagt, fühlt sich anders an, dann auf keinen Fall anfassen. Moment mal, jetzt wird der private Haare interessant. Aha. Weitere Tipps gibt es nach dem Themenfrühstück. und jedenfalls habe ich mir dann diesen Stoff so durch die Hände und es war tatsächlich so, dass es so ganz kleine Mini-Hügel gab unterhalb, sodass der Stoff nicht mehr am Körper liegt, sondern so mal drauf. Also ich glaube, das ist auch dann bei diesem Authentic. Was mir noch auffällt ist, weil der eigentliche Lifehack ist ja, wenn man jetzt nicht gerade behindert durch die Welt geht, so wie ich und so groß ist wie ich, dass man XS kauft. Ich hab, ist der Trick? Ja, du bist nämlich deutlich günstiger. Kindergrößen und so, direkt hier ausgeblendet gibt es nicht, weil sie halt Cash brauchen. Cash Money, ey, der DFB ist am Eimer. Also gut, das ist, was mir auffällt. Ich finde die Preise wirklich eine absolute Unverschämtheit. Ich habe mal, darf man das alles sagen? Ich habe ein bisschen Angst. Komm, ich arbeite ja nicht mehr, ich kann es ja sagen. Ich habe irgendwann mal gehört von einer, die früher mal bei Adidas gearbeitet hat, dass so ein Hoodie, ne, der im Laden 90 Euro kostet, in Produktion, Bewerbung, Marketing und Verschiffung und allem möglichen Dingen insgesamt 9 Euro kostet. So, jetzt kann man sich die Gewinnmarge ja mal ausrechnen. Und ich finde ganz ehrlich, das ist eine Frechheit. Also, ey, 150 aber Euro. Aber das Trikot ist halt dafür muss ich eine Minute arbeiten. Genau. Das Trikot ist dafür aber auch Arrow Ready, ne? Steht unten. Sag das doch gleich, Arin. Merkt man, dass ich mal im Verkauf fertig war? Jetzt komm, mal unabhängig von allem. Also ich find's grausig. Also diese Farben sehen wirklich aus wie durch so einen KI-Generator gezogen. Das sind die deutschen Nationalfarben. Ja, aber so wie sie angeordnet sind. Hä? Moment, das sind gar nicht die AfD-Farben. Ah, das finde ich schon mal grausig. Dann finde ich diesen schwarzen Balken so ein bisschen lieblos an den Seiten. Es gab tatsächlich mal vor einem Jahr ein erstes, man nennt es glaube ich Mockup, also so einen ersten Entwurf, so könnte das Trikot aussehen, auf den bekannten Seiten. Und da fand ich es sehr, sehr geil. Moment. Ja. da fand ich es sehr, sehr geil, denn an den Seiten war es so ein bisschen aufgebaut wie bei dem WM-Trikot 2006, bei der Heim-WM. Nämlich auch wieder die Deutschlandfarben, aber halt nur an den Seiten und so ein bisschen moderner. Das fand ich sehr geil. So wie es jetzt ist, furchtbar. Und wirklich der allergrößte Skandal, auch wenn wir den wahrscheinlich nie sehen werden, ist ja wohl das langärmelige Trikot. Ja. Hast du das gerade gesehen? Ich hab's vorhin gesehen. Mit den Deutschlandfahren da unten nochmal. Also. Gruselig. Alter.
Das sieht wirklich aus wie der Schlafanzug, den du kaufen kannst. Ja gut, passt zur Spielweise der Mannschaft insofern. Ich habe noch zwei Fragen. Erstens, ist es denn so ein Template, wie wir Fachleute sagen? Also gibt es jetzt von anderen Nationen, die auch von Adidas ausgestattet werden, das nämliche Design, nur halt mit anderen Farben? Nicht ganz genau so, aber man sieht schon, ist alles vom gleichen Ausrüster. Also es ist jetzt nicht so ein Template-Template, wie man es bei der WM 2006 zum Beispiel hatte, wo wirklich alle genau gleich aussahen. Zweite Frage, besteht denn die Wahrscheinlichkeit, um jetzt mal die Sache so ein bisschen in den Schutz zu nehmen? Mhm. Wir sind ja beide jetzt keine Designer. Ah. Ich habe halt manchmal so die Frage, also die schwierige Aufgabe eines Designers ist ja, etwas zu kreieren, was jetzt in einem 3-4 Monaten dann auf der Bildfläche erscheint und aber auch in 5 Jahren noch den Test der Zeit besteht. Ich das muss weiß, okay. immer dran denken an Chris Bengel, den ehemaligen Chefdesigner von BMW, der diese ganz neue Formensprache mit dem 5er BMW von, weiß ich nicht, 25 Jahre ist das her oder so, wo alle dachten, was ist das denn? Und man muss da ehrlich sagen, so 5 bis 10 Jahre später plötzlich, in einer moderneren Zeit, machte das Design plötzlich Sinn. So, und dann jetzt muss ich kurz überlegen, der BMW vor 25 Jahren. Naja, vor 20 Jahren oder so. Vor 20. Der Bengel BMW. Ah, aber der ist nicht der mit der Hai-Schnauze, der so ein bisschen zu weit nach vorne eigentlich war. Aber es ging mehr um den Arsch. Es ging mehr um den Arsch, der plötzlich so. Naja, ich zeig dir das gleich nochmal. Man kann es dann googeln. Jeweils ist immer meine Frage bei so Sachen. Ich suche den Fehler erstmal auch bei mir. Ja. Ob ich es einfach nicht verstehe, weil die Aufgabe halt schwierig ist, was zu designen, was halt so ein bisschen in den Test der Zeit besteht, finde ich. Und jetzt nochmal mit dem Gedanken im Hinterkopf, nochmal drauf geguckt, immer noch hässlich. Yep. Ja. einzige Sache, die man dem Ganzen zugutehalten muss oder worüber wir nochmal neu diskutieren müssen, würde ich sagen, sind die Nummern. Die Nummern sind ganz geil. Ich weiß nicht, ob wir das hier auf dem Bildschirm kriegen. Ansonsten schaut es euch woanders an, zum Beispiel bei Instagram. Da gibt es auf jeden Fall die Nummern. Und die sind, da ist es gerade auch nicht zu sehen, Ilja, weil du gerade so hilfesuchend auf den nächsten Bildschirm... Nee, es werden hier einfach auf anderen Bildschirmen werden. Da Sachen werden einfach andere Sachen nochmal reingeblendet. Mickey Mouse? Die sind so ein bisschen breiter und sehen so ein bisschen aus wie diese ganz alten Trikotnummern, die man früher in der E-Jugend hatte. Aber sowas wie die Frankfurter jetzt bei ihrem 125 Jahre Sonderding? Alter, nein. Weil das war ja unterirdisch. Das war wirklich unterirdisch. Ja. Ich überlege gerade, das gab's vor einigen Jahren schon mal woanders. Ich zeig's hier schnell hier auf meinem Bildschirm. Ja, bitte. Ich kann so lange meine Schokoladenseite in die Kamera halten. Ah, die finde ich nicht schlecht. Oder? Ja, die finde ich gut. Die sind ganz okay, finde ich. Also es ist so ein bisschen dieses alte 3D-Design. Die finde ich nicht schlecht. Und das finde ich dann in Kombination mit dem Trikot ist auf jeden Fall eine Aufwertung. Ja, guck mal hinten raus. Sehen wir noch das Auswärtstrikot? Ich hoffe doch, weil das ist halt eigentlich der eigentliche Skandal, würde man meinen wollen. Warum denn? Also. Und dann ist, da fand ich jetzt gerade, da ist es nämlich. Also es ist halt das eine Trikot, wo man halt immer denkt, wenn Manuel Neuer wieder was Neues anhat und man sich überlegt, so, ja, hättest halt nicht Torwart werden dürfen, ne? Dann hättest du halt sowas Bescheuertes nicht tragen müssen. Ich habe Avatar nie gesehen, aber ich glaube, das Trikot hat mitgespielt, oder? Ja. Guck mal, auch bei dem Trikot steht unten rechts in der Ecke. Heat ready. Und da machen sie diesen alten Zusammen-DFB-Quatsch mit diesem Vokale weglassen. Ah, was soll das denn? Immer clever. Weil das beim letzten Mal so gut geklappt hat, ne? Und ein Punkt dazwischen. Aber es sieht ganz geil aus, das Heat ready. Das Trikot an sich... Also ich glaube, dass das Trikot, lege ich mich jetzt fest. Ja. Wir treffen uns in 20 Jahren hier wieder. Und dann werden wir sagen, geiles Teil. Ach. Wirklich. Ich glaube, das ist so eins, was NBA-Stars in 20 Jahren dann mal tragen werden. Gebe ich dir sogar recht, weil ich habe dieses Trikot in unterschiedlichen Formaten jetzt schon gesehen. Ja. Zum einen hatte es Florian Wirtz auf so einem Fußballplatz an und da dachte ich so, nee. Da auch ein Vorteil, dass es ein Auswärtstrikot ist und wir eine Heim-EM spielen. Also, ich glaube, sie werden es trotzdem dann einmal trotzdem tragen, aber egal. Und dann habe ich es aber auch gesehen bei so, wie sagen wir alte Leute das mittlerweile, bei so Jugendlichen, so im Berlin-Friedrichshain-Style, auf so einem Skatepark. Bei mir? Genau. Ja, ich habe Fotos von dir gesehen in diesem Trikot. Nee, nicht bei mir, bei Mia Güte. Ach so. Ach so, ja. Die trägt doch immer so wilde Sachen. Ja, aber Mia trägt ja eigentlich was ganz anderes. Die trägt ja mehr so diese ganz klassischen Trikots. Also die so aber in 20 Jahren Venedig, Kalitea und so weiter. Und das ist ja eigentlich das genaue Gegenteil. Das sieht ja mehr so aus, als wärst du in irgendeiner Disco nahe der A31 irgendwo plötzlich reingerannt und wäre gesagt, kommst aber nur hier mit rein. Und dann hast du es halt anbehalten. Nee, und da habe ich mir gedacht, sieht scheiße aus auf dem Fußballplatz, aber ich könnte mir vorstellen, viele, die sich
überlegen, ach, so mit dem Deutschland-Trikot irgendwie zum WM-Quartier von 11 Freunde gehen, so. Warum denn nicht? Dann und dieses Weiße und dann mit den Nationalfarben, ja, ist mir nicht so das. Aber dann mit dem Trikot. Und da könnte ich mir vorstellen, dass du bei der einen oder anderen Person, die es vielleicht auch tragen kann, so ehrlich wie es ist, und wir beide gehören nicht dazu, so ehrlich wollen wir sein, dass ich mir dann denke, ja, das könnte funktionieren. Aber halt dann nur mit so einem frisch gezapften 04er Bier in der Hand, weißt du? Ich aber verstehe, was du meinst beim Wirt, und dadurch die Nummer nochmal, ja, gut. Mhm. Willst du nochmal den Satz vorlesen, der letzte Mal? Oh Gott. Das, der letzte Satz. Oh Gott. Okay, lesen wir kurz vor, weil ich meine, irgendwer hat sich dann ja auch die Mühe gemacht und hat das mal irgendwann aufgeschrieben. Ja, mein Beileid an diesen Menschen in einer Kommunikationsagentur. Weil viele sich fragen, was Stefan Reich mittlerweile beruht. Der durch 3 Feedbacks schleifen musste. Nee, da fehlt noch so was Frisches. Ja, und dann nimmt man einfach so ein Trademark-Zeichen und denkt sich, jo, okay, das passt dann. Die UEFA Euro 2024 im eigenen Land. Ausrufezeichen. Das ist, also wofür ist diese, die UEFA Euro 2024 im eigenen Land. Ausrufezeichen. Es gibt nicht mal ein Prädikat in diesem Satz. Egal. Unterstütze das deutsche Team zu Hause mit den neuen DFB Heim- und Auswärtstrikots. So, und jetzt kommt's. Jetzt kommt's. Das Heimtrikot verkörpert mit Details, die vom Federkleid des Adlers inspiriert sind. What? Siehst du das nicht? Den deutschen Fußball-Spirit. Ganz kurze Frage. Den deutschen Fußball-Spirit. Ja. Könntest du mir den kurz in drei Adjektiven zusammenfassen? Ja, natürlich. Das Auswärtstrikot in leuchtenden Pink, Lila und Blautönen verpasst Fußball-Fankultur einen völlig neuen Anstrich. Und ich weiß genau, wie der Mensch, der diesen Satz verfasst hat, als er bei Anstrich angekommen ist, er dachte, yes. Und aber auch so ein bisschen fuck. Oh. Na gut, also ich würde mal sagen, ich habe ja nichts zu melden, aber auf einer Skala von 1 bis 10, Heimtrikot? Boah, eine 4. Eine 4, finde ich auch. Gut. Und Auswärtstrikot? Gebe ich eine 7, aber unter der Bedingung, dass ich es selber nicht anziehe. Nur zum Verkauf. Ja. Und dann kann ich mir vorstellen, auf den Straßen sieht es ganz gut aus. Gehe ich nämlich mit. So. Super. Welche ist deine Kleidergröße? L. Echt, ja. Eher zu XL oder eher zu M? Eher zu M. Aber dann ist schon sehr körperbetont, deshalb vorsichtig. Und das wollen wir beide nicht. Bei dir? Neuerdings XL. Ach doch. Quatsch, XXL. XL war natürlich schon immer, aber XXL jetzt. Deswegen war ich war gerade von dem Neuerdings überrascht. Ja. Also ich jetzt echt so, okay. Ich trage jetzt Loose Fit, auch im Kopf. Perfekt. Juti, jetzt kommen wir aber mal zu den wirklich wichtigen Themen. Putzt du? Was? Putzt du? Julia. Ich war du hast immer gedacht, mit deinem Austreten aus diesem Redaktionsgebäude brauchst du dir ja die Nummer nicht mehr an die Hacken kleben, aber so ist es nicht. Denn Überraschung, ja? Wir haben organisiert. Was? Ja, wir haben dich in Verbindung gebracht mit einem Bootstour-Organisator. Mit dem müsstest du dich jetzt heute Vormittag kurz schließen. Ja. Und dann werden demnächst die Boote. Ich weiß es nicht. Ich bin gerade generell in so einem gefühlten Schlaganfallmodus. Insofern, hallo. Und dann werden die Schiffe auf die Spree gelassen. Oh ja. Und ich sag mal so, der Karl-Kanal, der wartet. Ja. Muss man hinzusagen. So hast du Tobi noch nie ausgesprochen. Naja. Ja, geil. Ich freue mich. Gut, dann lass uns jetzt über Borussia reden. Über welchen willst du als erstes sprechen? Nee, Borussia Dortmund, der hat mich ja vorbereitet. Ah. Also ich muss fairerweise sagen, dass ich wegen Erziehungsaufgaben die erste Halbzeit größtenteils verpasst habe. Okay. Tut mir sehr leid, aber ich will offen damit umgehen. Dafür habe ich sie aber heute von morgen nachgearbeitet. Okay. Als ich um 6.01 Uhr aufgestanden bin, natürlich nach dir. Mhm. Und habe die zweite Halbzeit komplett gesehen. Ach. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe mich ein bisschen in diese PSV verliebt. Ey. Ich wie gesagt, nur die zweite Halbzeit live gesehen und fand's richtig geil. Und find's eine Frechheit, dass die kein Tor geschossen haben. Ich versteh's auch nicht. Irrt das? Täusche ich mich? Hast du einen anderen Eindruck gehabt? Nee, sehe ich genauso. Also ich meine, das Problem ist halt, du hast wirklich das Spiel verkehrt herum geguckt. Ja, blöd. Ja, und nach einer halben Stunde dachte man, das Spiel ist entschieden, weil Dortmund so gut war. Wirklich? Dass man dachte, okay, also das zweite Tor, das liegt ja in der Luft, das werden sie jetzt auch gleich schießen.
und BSW hat keine Luft zum Atmen, die kommen überhaupt nicht nach vorne. Also dieses Spiel ist entschieden. So habe ich wirklich? Dieses, ich habe halt nebenher getickert, das sagen wir auch immer hier aus Transparenzgründen. Manche Dinge sieht man gar nicht so richtig. Zum Beispiel ist mir erst nach dem Spiel dann bewusst geworden, Mats Hummels war ganz gut gestern. Ich habe die ganze Zeit gedacht, warum steht er da nur rum? Also das ist halt wirklich so, manche Dinge nimmt man nicht ganz genau wahr. Ja. Aber es war so, dass man nach einer halben Stunde dachte, das Spiel ist komplett entschieden. Ach. Und ich erst so nach 70 Minuten dann den alten Ticker-Gag dann so langsam brachte, so immer noch 1-0, jetzt schlagen sie sich selbst. Und man auch wirklich dachte, naja, das ist Dortmund, jetzt kriegen sie auf jeden Fall noch einen rein. Ja. War aber ja, da hast du ja völlig recht, ganz anders, nämlich PSV in der zweiten Halbzeit eigentlich die ganze Zeit am Drücker, ja, nur kein Tor rausgemacht. Ich muss sagen, ich habe ja dann heute Morgen auch gelesen, dass unser Lieblingstrainer Terzic, der beste BVB-Trainer der letzten 2 Jahre, meiner Meinung nach, gesagt hat, beste halbe Stunde der Saison und so. Ja. Und dann habe ich das versucht nachzugucken und habe es nicht so richtig gesehen, weil ich fand, es gab so ein paar Abschlüsse vom Strafraumrand, spitzer Winkel, wo ich denke, also da muss schon sehr viel Fantasie sein oder ein Abpraller, dass daraus wirklich ein Tor entsteht. Also man hat ja oft im Fußball so eine gefühlte Dominanz und Gefahr, ohne wirklich klare Torschusschancen zu haben. Und das war so ein bisschen mein Eindruck bei Dortmund. Das 1-0 selber ist ja ein Gestocher. Oh. Nein, entschuldige mal, die machen da so ein bisschen Ballett irgendwie. Und dann hat Jule Brandt eine gute Idee, indem er einen Querpass zu Sancho schickt über 3 Meter. Vorher ist es ja nur Gestocher. Halbfeldflanke, 2 lange Beine schießen so. Also wenn du die Szene von Borussia Dortmund so einordnest, dann bin ich gespannt, was du gleich über Borussia Mönchengladbach sagen wirst. Aber okay. Und dann macht es Sancho natürlich sehr gut. Na gut. Der passt ja wirklich 1A. Aber das war ja jetzt nicht toll herausgespieltes Tor oder so. Und die anderen Chancen fand ich halt, wie gesagt, nicht so wahnsinnig zwingend. Deswegen war ich so ein bisschen überrascht über diese Aussage, wobei ich ja auch das Gefühl habe, dass man generell und gerade der Cheftrainer zum Euphemismus neigen in der Betrachtung der eigenen Leistungsfähigkeit, wenn es dann gut gegangen ist. Ach, du würdest sagen, Ilin Tisac ist Fan von Borussia Dortmund? Ja. Und die zweite Halbzeit, Verzeihung, ich fand PSV halt richtig stark und habe aber halt auch Luc de Jong wieder erkannt, wie ich ihn aus meinen Gladbach wie der aus 11 Metern den Ball übers Tor bolzt, so, da hast du schon nochmal kurz so den Gladbach-Vibe gespürt. Ne? So, ja, so das hat er gelernt bei Holger Pfaff. Wer war damals keiner? Ich weiß. Lucien Favre tatsächlich, der ihn nicht wollte. Das war damals ein großes Problem. Aber gut, ich hätte das Spiel einfach dann gerne noch ein bisschen weiter gesehen, deswegen wäre ich für ein 1-1 gewesen und Verlängerung. Mhm. Und dann kam halt dieses groteske 2-0. Gut, okay. Hatte halt eine Menge Platz. Ne? Weil das war meine Lieblingsszene. Ach. Weil dann gab es ein Slow-Mo direkt nach dem 2-0 auf Edin. Mhm. Und der, kannst du mal versuchen, mich Lippen zu lesen. Er hat dann nämlich gemacht, ich glaube, er hat gesagt, mach ihn. Und dann, er macht ihn. Was ich total Alrighty. Gut finde. Er guckt diese Szene von Reus und sagt dann am Ende, er macht ihn. So. Müsste man Edin Terzic mal zum großen Doppelinterview mit Tom Bartels bitten? So. Wo sie und einfach nur... Roundtable und Götze. Ah ja. Götze stellt die Fragen. Stark. Findest du denn eigentlich, dass Sven Bender und Nuri Sahin schon so einen richtig fetten Impact haben auf das Dortmunder Spiel? Ja, das kann ich natürlich super beantworten, weil ich bin ja ständig in der Kabine mit dabei und ganz nah dran am Borussia Dortmund. Deswegen kann ich natürlich genau sagen, was Edin Terzic's Idee ist und wie Nuri Sahin und der Bender, wie die das dann auch einordnen und wie sie ihren Einfluss auf die Mannschaft. Aber ich denke, wenn man sich die Spielkultur anguckt und das Offensivspiel der vergangenen Wochen, dann kann man schon sagen, Nuri Sahin, der hilft sicherlich der Borussia aus Dortmund sicherlich weiter. Aber gut, wir müssen jetzt von Woche zu Woche schauen und dann wird man am Ende der Saison auch abrechnen. Ja, genauso sehe ich es doch auch. Ja. Ist doch schön. Aber du fandst also alles in allem, würdest du sagen, geiler Auftritt BVB, alles wieder toll, oder wie? Nee, also wäre jetzt vielleicht auch ein bisschen zu simpel, aber ich fand es interessant, weil ich meine, Champions League Viertelfinale, das zu erreichen, ist ja so, dass, also ein gutes, realistisches Ziel für Borussia Dortmund im internationalen Geschäft. Also kein Fan, glaube ich, wird sagen, wir müssen ins Halbfinale oder wir müssen ins Finale kommen, sondern realistisch ist so Viertelfinale unter den besten 8, dann hast du eigentlich alles erreicht, was du auch mit dieser Mannschaft irgendwie erreichen kannst. Und wenn du aber im Achtelfinale ausscheidest, dann war es so ein bisschen enttäuschend. So ein bisschen. Und dafür, fand ich, war die Stimmung im Stadion selber, so wie man es wahrgenommen hat, bisschen sehr gedämpft. So als hätten die ganzen Anhänger, die ganzen Fans sich nicht davon beeindrucken lassen, sondern immer noch so mit dem Hintergedanken, ja gut, aber nächste Woche spielen wir gegen Augsburg und dann verlieren wir wieder 1-2. Ach, die Stimmung war ja. So ein bisschen so diese Stimmung, nach dem Motto, davon lassen wir uns jetzt nicht einwickeln, sondern muss man vielleicht auch einfach mal gewinnen. So hatte ich den Eindruck.
Ich habe den Eindruck gehabt, dass sie als Paisley gerade ganz gut gedrückt hat. Und ich fand ja wirklich toll, flüssigen Fußball gespielt habe, teilweise sich gegen Pressing toll befreit haben und tolle Seitenverlagerung. Ich fand das wirklich, also ich war richtig instant schockverliebt in diese Mannschaft. Wobei das halt ja Dortmund wirklich in der ersten Halbzeit genauso sehr, sehr gut gemacht hat. Schau mal an. Vielleicht sollten wir häufiger jeweils immer nur eine Halbzeit gucken und uns dann hier so ein bisschen updaten. Alles toll. Und dann habe ich das Gefühl gehabt, dass dann das Publikum auch ein Gespür dafür bekommen hat, dass jetzt Abwehrarbeit und Spiel auf der Kippe steht. Voll. Und dann dabei war. Der Einzige, der gemeckert hat, war Mats Hummels permanent. Immer so, aber das fand ich fantastisch. Das fand ich wirklich fantastisch. Ja, gut, weil der immer, der hat das so auf so eine geile Meckerrentnerart schon mittlerweile gemacht. Ja, ja. Weil in der einen Aktion, ich glaube, das war die Nummer, wo am Ende Luc de Jong dann übers Tor schießt. Ich weiß nicht, was Süle da macht, aber verteidigen ist es nicht. Also keine Ahnung. Es gibt tatsächlich eine sehr ähnliche Situation vom Wochenende, wo Haaland an Virgil van Dijk vorbeiläuft und van Dijk so ganz seltsam verteidigt, aber auf eine sehr gute Art, weil er in dem Moment, als Haaland dann abschließt, so kurz da ist und Haaland kann halt nicht mehr aus dem vollen Lauf abschließen. Und Süle macht sowas Ähnliches, aber es geht halt komplett schief. Es kommt ein langer Ball, statt zum Kopfball hinzugehen, dreht er sich auch mit. Dann ist der Ball aber schon wieder weg. Er ist 3 Schritte zu weit vom Gegenspieler weg und der kann dann in die Mitte passen. Und Mats Hummels kommt dann auch nicht mehr ran und dann dreht er sich so geil um, aber auf so ein so krieg ich so manchmal so, womit verdient ihr hier eigentlich Geld? Ich musste daran denken, ich habe im Dezember das Vergnügen gehabt, Jonas Hantar zu treffen für dieses Produkt hier. Und dann haben wir nämlich auch über Peter Bosch geredet. Ah, ich dachte über Niklas Süle. Nee. Okay, Peter Bosch, Entschuldigung. Peter Bosch, der ja sein Trainer war in Leverkusen und deren großes Thema war immer Schärfe. Und dann hat er immer gesagt, du brauchst Schärfe, 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 so wie Virgil van Dijk. Und das braucht Zeit. Ach. Und er sagte dann, Virgil van Dijk mit 26, noch in der holländischen Liga, war ziemlich grottig, hatte alles schon da, war aber noch nicht da. Der brauchte Schärfe. Und mit Schärfe meint er nicht, dass er einem die Haxen bricht, sondern dass er halt immer so präsent ist und immer sozusagen. Und das fand ich, ist genau die Szene, die du vom Wochenende von van Dijk gegen Haaland beschrieben hast, war das wieder gegeben. Ja. Da ist so eine mentale Schärfe, in den Aktionen irgendwie eine Schärfe. Und bei Süle fehlt die halt gerade sehr, sehr oft. Der behilft sich dann ja oft einfach nur mit seinem Kühlschrankkörper. Ja. Und boah, ich meine, ist auch okay. Ist auch okay. Also, wir sind die Letzten, die. Ja, aber so ein bisschen, ich habe das verinnerlicht und fand das gut, dass Schärfe, glaube ich, so ein Ding ist. Ja. Naja. Also würdest du sagen, lohnt sich auch mal mit Fußballern ins Gespräch zu kommen? Und einfach tatsächlich, ja. Obwohl, es war auch unangenehm, weil wir haben auch über Statistiken geredet. Wie du weißt, kommt ja nicht immer alles in so ein Interview rein, das stand da nicht drin. Und habe dann mit ihm drüber geredet, wie schwachsinnig zum Beispiel Zweikampfquoten sind. Hat er sich auch drüber aufgeregt, weil was ist ein Zweikampf, wann ist er gewonnen, wann ist er verloren und so weiter. Und auch Passquoten. Mhm. Und dann habe ich gesagt, als alter Gladbach-Fan, ja, und deswegen hat Nico Elvedi immer eine Passquote von 98%. Weil er immer nur querspielt. Ja, und dann hat er aber gesagt, nee, der hat ein gutes Passspiel. Ach. Und dann dachte ich so, ach, guck mal. Finde ich generell interessant, dass überhaupt irgendein Bundesligaspieler was zu Nico Elvedi sagen kann. Nee, der ist gut. Ich glaube, es liegt aber auch nur daran, dass halt dieses komische Dreieck aus Köln, Leverkusen, Gladbach, vielleicht noch Düsseldorf, die hängen da, glaube ich, sowieso alle miteinander rum. Mhm. Die kennen sich ganz gut. Und die Schalker. Früher war es ja immer so, dass die ganzen Schalker in Düsseldorf gelebt haben. Ach echt? Bis, ich glaube, lass mich lügen, Christian Heidel hat dann gesagt, also Radius, weiß ich nicht, 40 Kilometer von der Veltins-Arena. Von da an ging es bergab. Von da an ging es bergab, genau. Weil die Leute plötzlich so, okay, wann, was? Wo soll ich wohnen? Oh, Mann. Naja gut, aber du hast also das Gefühl, dass bei Borussia Dortmund jetzt die Champions-League-Saison auch beendet ist, weil Viertelfinaleinzug ist ja das höchste der Gefühle. Ich weiß nicht, wer noch alles drin ist, aber wahrscheinlich. Oh, das kriegen wir schon, glaube ich, zusammen. Manchester City, Real Madrid, ja, Atletico Madrid, klar. Ja. Bayern, Dortmund, Arsenal, ja, okay. Barcelona. Das war's. Und einer fehlt noch. PSG. Ich meine, wenn du PSV schlägst, dann kannst du auch PSG tragen. Also. Ja gut, dann würde ich sagen, was ich hasse, sind Duelle unter Mannschaften aus dem gleichen Land. Mhm. Ach so, ja. Ja, bäh, das finde ich eklig. Ja. Und ich hasse... Also ab dem Viertelfinale ist ja, es ja, eben, bäh.
Und ich hasse, wenn Mannschaften aus den Gruppenphasen dann schnell wieder in der K.O.-Phase gegeneinander kommen. Das war jetzt der große Skandal. Skandal! Skandal! In der Europa League, die heute... Ja, geniale Überleitung. Die heute Abend dann ihren Abschluss findet, also das, lass mich kurz raten, das Achtelfinale ist es jetzt mittlerweile, in denen der SC Freiburg gegen West Ham spielt, die schon in der Gruppe aufeinander getroffen sind. Ja. Und Bayer Leverkusen gegen Karabakh Akdam. Da muss man wirklich sagen, das ist wirklich Skandal! Ich meine, dass du halt zweimal in einer Saison nach Baku fliegen musst, bitte. Ist halt wirklich Skandal. Ja. Dazu ja die große Geschichte, darf man das erzählen, von Kevin Großkreutz Vater? Der ist ja Kettenraucher. Oder Kettenraucher. Nein! Skandal! Und der musste halt zu irgendeinem Spiel nach Baku. Und da wurde es wohl eng. Also, das war eine Flugzeit, die er mit seinem Rauchkonsum, also das... Oh, mein Beileid. Hörte man wohl. Naja. Ja, gut. Das kann man ruhig erzählen. Das würde mich auch wirklich interessieren, wie das Raucher machen. Die, also, es gibt ja schon noch ein, zwei. Und wie die so nach Singapur kommen. Naja. Was ich ja immer mochte hier beim Themenfrühstück, dass wir auch einfach mal zu ganz anderen Themen kommen. Ja, pass auf. Angenommen, dein Leben würde verfilmt werden. Welche Schauspielerin sollte es sein, die deine Rolle spielt? Was? Bei mir ist Scarlett Johansson. Ungefragt. Ganz klar. Das ist jetzt wirklich eine Frage, da hast du mich ein bisschen auf dem falschen Fuß erwischt. Sag dir, wie es ist. Gibt es irgendeinen Skill, von dem du denkst, du kannst ihn eigentlich viel besser, als man dir zutrauen würde? Oh. Bei mir zum Beispiel tanzen. Ich tanze sehr viel besser, als wahrscheinlich alle denken. Ziemlich gut. Wirklich? Mhm, eben. Klassisch oder so? Freestyle. Ach. Mhm. Ich komme ganz stark, und das hat mich auch überrascht, weil es ist eine spätere Entdeckung gewesen meines Lebens, ich komme ganz stark über die Hüfte. Die ist ziemlich loose. Mhm. Ja. Finde ich gut. Ich würde bei mir sagen, einparken ist ganz okay, vor allem seitlich. Traue ich dir auch sofort zu. Ah. Was ist denn seitlich? Achso, ja. Traue ich dir sofort zu. Mit Trick oder nach Gefühl? Also Trick im Sinne von, man weiß halt ungefähr, wann man einschlagen muss, aber der Rest ist dann Gefühl. Ungefähr. Ja. Also weißt du ungefähr, wenn der Kofferraum des Wagens vor dir im hinteren Fenster halt auftaucht, dann solltest du langsam mal einschlagen. So. Ja, ich mache halt nach so einem Fahrschultrick, den ich gelernt habe, und es ist immer so ein bisschen krampfig, weil ich immer so genauso, ich rede richtig mit mir selber, das ist anstrengend. Es ist okay, ich würde mir eine 3+ geben für mein seitliches Einparken, aber mein einziger Freund, den ich habe, Martin, liebe Grüße, der ist nämlich auch ein sehr guter seitlicher Einparker. Wir sind keine Freunde. Doch, mein Zweiter. Und der hat keinen Trick. Der macht's einfach. Und er steht immer. Ich habe noch nie erlebt, dass er nachkorrigieren musste. Und ich glaube wirklich auch, dass du es kannst. Ich würde gerne mal ein Duell sehen. Tobi gegen Martin. Na, ich glaube, wer packt besser? Das war die Wahrscheinlichkeit. Nein, der hatte auch lange Zeit nur so einen kleinen Toyota Aygo. Das ist natürlich auch einfach. Gut, das ist ein. Jetzt das ist billig. So ein Audi A3 kriegt er schon ganz gut hin. Okay. Mit Sportback oder als Limousine? Sportback. Ah, ja. Das ist okay, aber ja, okay. Ja, ich traue dir aber komplett zu. Insofern ist ja keine Überraschung. Du hättest ja jetzt nicht gedacht, dass ich geil tanzen kann. Gibt's noch was, Tobi? Lass mich kurz darüber nachdenken und stell die nächste private Frage. Eine private Frage ist es nur so halb, aber ich würde gerne von dir wissen, von noch aktiven Fußballern, von wem würdest du dir wünschen, dass er wieder beim SV Meppen spielt, außer Dennis Undaff? So. Dennis Undaff war ja. Ja, klar. Ja. Ah, der Rest ist mir egal. Sag ich dir, wie es ist. Ansonsten vielleicht noch am ehesten Marco Komenda, weil der jetzt im DFB-Pokal-Halbfinale mit Kaiserslautern steht. Geil. Von daher würde ich sagen, Linksverteidiger? Also war bei uns lange Zeit Links- und Innenverteidiger. Jetzt glaube ich, beides. Lautern Meppen musste man sparen. Hat er auch, wir haben einfach nur mit 10 gespielt. So, Marco, komm, mach einfach. Ich glaube, bei Kaiserslautern spielt er eher so den linken Innenverteidiger, dann auch häufig in der Dreierkette. Da ich bin verliebt. Naja. Möchte auch, dass er zurückgeht. Ja. Also ich glaube, der wäre schon okay in der Regionalliga Nord gegen Phoenix Lübeck oder so. Tja. Was ist deine allergrößte Schwäche? Was würdest du wirklich gerne an dir ändern? Also ich würde wirklich gerne dauerhaft auf Süßigkeiten verzichten. Verdauung? Verdauungsthemen sollten jetzt hin. Du würdest dauerhaft gerne, du hast doch dieses Experiment gemacht. Richtig, jetzt, einen Monat ohne Süßigkeiten. Hast du es geschafft? Ich habe es geschafft und bin aber am 15. Februar, also 15 Tage nach Ende, eingebrochen. Ah. Und schlimmer eingebrochen als je zuvor. Es war furchtbar. Und ich wünschte, ich wäre ganz davon weg, weil es wirklich toll war. Aber ich schaff's nicht. Was wäre es bei dir? Ich wäre gerne meine Flugangst los. Das ist tatsächlich was mich dann auch manchmal nervt einfach. Ja, aber darüber haben wir ja schon oft gesprochen. Ja, ja. Hast du es denn gemacht, was ich dir gerade habe? Natürlich Nein, nicht. Natürlich nicht. Ja.
auch selber schon. Bei dir pulsiert es gerade so ein bisschen. Ne? Da denkst du dir auch so, okay, Ahrens, Alter, ich habe wirklich jahrelang habe ich versucht, dir was beizubringen und nicht mal. Nein, das. Es hat am Ende hat es ja auch nicht dauerhaft funktioniert, was ich dir empfohlen habe. Mhm. Was dauerhaft funktioniert bei mir, war dann am Ende doch einfach eine Verhaltenstherapie. Aber auch nur so phasenweise. Angst vor Fahrschulen habe ich immer noch. Ah. Na gut. Oh Gott, was ich hier alles rauslasse. Das ist unangenehm. Hallöchen. So, welche letzte Frage stellen wir, damit im Idealfall noch ein Mitarbeiter oder eine Mitarbeiterin hier gleich reineilt und um uns zu sagen, dass auch Kinder zuschauen? Da habe ich eine gute, die ich mal in dem TikTok live hatte. Aber die stelle ich jetzt nicht. Na gut. Die stelle ich jetzt nicht. Juti, dann lass uns noch, wo wir doch gerade bei unangenehmen Fragen sind, über Borussia Mönchengladbach sprechen. Ja, sehr gerne. Nee, wir haben es nur angeschnitten. Ich will einmal kurz wissen, ob du dem SC Freiburg zutraust, heute bei West Ham das gute Hinspielergebnis von 1-0 zu veredeln und weiterzukommen. Das kommt drauf an, ob Vincenzo Grifo und Standard dann wieder veredelt oder nicht. Also davon würde ich es abhängig 50-50. Machen. 50-50. Ja. Würde ich auch sagen. Ist super, super, super eng. Ja. Enges Höschen. Und würdest du Bayer Leverkusen zutrauen zu Hause gegen wohl gerade so. Wohl gerade. Würdest du es ihm zutrauen? Ich muss ganz ehrlich sagen, es ist vielleicht gehässig oder so. Vielleicht ist das auch ein Zeichen für meinen ganz, ganz schwachen Charakter. Aber ich würde mich schon, würde mich jetzt schon seit anderthalb Monaten sehr darüber freuen, wenn sie mal verlieren. Ach. Wirklich. Mir geht der Hype auf den Sack. Schon auch dann ein wichtiges Spiel mal verlieren oder wird dir auch reichen? Nur gerne Hinspiel Karabakh wäre jetzt gut gewesen. Ah ja. Ich bin auch immer noch nicht entschieden, ob ich wirklich will, dass sie Meister werden. Weil ich halt schon auch immer noch denke, ey, also ich habe jetzt die genaue Zahl nicht im Kopf, da ist mir dünnes Eis immer, aber es ist schon sehr, sehr viel Geld, was die einfach so von Bayer jedes Jahr ins Portemonnaie gesteckt bekommen und dann denke ich mir so, joa. Ne? Das stimmt. Naja, gut. Dann machen wir eine Sonderfolge nochmal zu. So, Hallöchen. Und jetzt noch über Borussia Mönchengladbach oder was? Müssen wir noch kurz machen. Aber hast du denn Fragen? Ja, natürlich. Das erste ist, bist du auf einer persönlichen Ebene gerade wirklich frustriert, Nein. weil du denkst, Erlebnis DFB-Pokalfinale, das hätte ich dann doch schon ganz gerne mitgenommen? Also ich meine, Stefan Reich fand es immer ganz okay. Ja, aber das war früher auch. Ich weiß nicht, Stefan ist da jetzt auch mittlerweile Papa? Ja. Ja, ist er. Ich habe wirklich drüber nachgedacht, warum. Die Frage kam jetzt gerade aus der Kalten, deswegen. Es fochte, fürchte mich nicht an, so richtig das aus. Was? Ach so. Hä? Was? Jetzt mal ohne Spaß. Also ich meine, ich verstehe ja, dass du manchmal ab und zu eine Gegenposition einnimmst und das ist. Aber Ilja, jetzt mal. Ilja, die sind gegen den Drittligisten ausgeschieden. Das war quasi das Freilos in der Runde. Wo selbst Kollege Dinkelacker sagt, da hätten wir mit Hertha eine Chance gehabt. Und da gebe ich ihm recht, Hertha wahrscheinlich sogar dort besser ausgesehen als gegen Kaiserslautern, weil sie einfach sich hinten reingestellt hätten gegen Saarbrücken und gehofft hätten. Und das hätte vielleicht funktioniert. Ja. Nein, es tut mir leid, ich lüge nicht und ich verstehe auch, dass man es irgendwie nicht verstehen kann. Aber ich habe nicht viel gefühlt und ich habe zwei Theorien. Die erste Theorie ist, weil in meinem Hinterkopf ist, dass sie sowieso keine Chance auf den Titel gehabt hätten, weil Bayer Leverkusen einfach nicht zu bezwingen ist. Mhm. Nicht von Borussia Mönchengladbach. Auch nicht in einem Spiel, wo du mal sagst, wenn alles gut läuft. Nee, ist einfach Quatsch. Und zweitens, weil ich irgendwie das Gefühl habe, tatsächlich durch meinen Sohn, dass das alles nicht mehr so wichtig ist. Also Ist doch ein geiler Tag dann. Also ich finde halt dieses Pokalfinale. Ja, also das ist auch, muss ich sagen, bei allem, was wir hier schon über Leipzig gesprochen haben, hat mich das so in meinem eigenen Leben, in Anführungszeichen, am meisten frustriert. Immer dann, wenn RB im Finale war, weil dieser Pokaltag, der nun wirklich in Berlin, dieser Pokaltag in Berlin ist halt schon ganz geil. Ja. Wenn man da Bock drauf hat, alleine sich morgens irgendwo Ecke Charlottenburg in ein Café zu setzen und einfach nur zu gucken, wer vorbeiläuft. Ja. Zum Beispiel hatte ich mal Jörg Schmadtke und Jan Schlau drauf. So. Hand in Hand? Ja. Oh. Das ist ja irgendwie schon immer ganz geil. Und wenn ich die Frankfurter erlebt habe hier, dann war ich schon auch immer ein bisschen neidisch, weil ich wusste, wird mit Meppen eher eng. Eher. So. Und dann denke ich mir, selbst wenn man nichts oder wenig noch mit Fußball zu tun hat oder einen das nicht so berührt, das ist doch einfach, also das ist doch ein geiler Tag. Nee? Wahrscheinlich hast du recht. Aber irgendwie, weil es auch vorher wirklich vielen schon so klar war und es war nicht so Zweck-Pessimismus oder so, sondern es war halt vielen einfach klar, dass das passieren wird. Und irgendwie ist eine generelle Unzufriedenheit mit dieser Saison und mit dem Zustand dieses Vereins gar nicht mal so sehr sportlich, sondern wie da kommuniziert wird, ist richtig schlecht einfach, wie sie es machen. Irgendwie, ja. Bei mir war es weg. Es waren viele, viele andere, die ich kenne, die Gladbach-Fans sind super enttäuscht gewesen und vor allem wütend, dass es eben passiert ist. Bei mir war es eben jetzt nicht so. Aber ich weiß auch nicht genau, warum. Also es ist jetzt nicht irgendwie, aber ich schwöre es, es ist einfach nicht so schlimm gewesen.
Ich habe da gesessen, ich habe es geguckt und auch da war es so, ich konnte die erste Halbzeit nicht gucken, weil das Kind zu Bett gebracht werden musste. Ja. Er schläft immer sehr spät, der Kleine. Und dann habe ich eingeschaltet und dann lief dieser letzte Angriff von Gladbach und ich dachte, was macht hier Trottel da in einer 90 plus dritten Minute mit dem Spielmacher Marvin Friedrich alle Mann bis zur Mittellinie aufrücken und einen halbseitigen Querpass spielen. Das geht schief und es ging natürlich schief und wirklich alles, was ich gespielt habe, war ja natürlich. Natürlich macht er den rein, natürlich ist jetzt vorbei und dann, ja, so what? Ich habe auch sofort ausgeschaltet, habe auch keinen Bock gehabt auf irgendwelche Klärungen oder so. Okay. Aber es hat mich nicht so getroffen. Vielleicht ist es auch Selbstschutz, vielleicht bricht es in 3 Wochen raus. Irgendwo kauere ich in Berlin in irgendeiner Ecke und Saarbrücken. Na, also ich meine, jetzt ist ja klar, entweder eine Horde Kaiserslauterner oder eine Horde Saarbrücker. Ja gut, ich mein, ne, das ist bitter, kann's... das hätte man verhindern können. Den Schuh muss man sich anziehen. Das hätte man... oh ja, verdammt. Eine dieser beiden Fangruppierungen werden dann so Ende Mai hier in Berlin aufschlagen und einen ziemlich guten Tag haben. Und ich glaube, da wird dann selbst ich irgendwie denken so, okay, okay, Saarbrücken, Kai Brünker. Ja. So, also das hätte der SV Meppen dann auch irgendwie. So. Also, ja, warum denn nicht? Ja, das kann ich dir im Detail verraten. Kommen wir zur Stunde, warum der SV Meppen nur noch Regionalliga Nord spielt. Oh, wir müssen auf die Zeit achten, merke ich gerade. Ich bekomme keinen. Naja, gut. Darf ich dich noch ganz schnell fragen? Ja. So als Außenstehender. Na gut. Ich musste ja durfte gestern einen Text schreiben für www.freunde.de über Borussia Mönchengladbach und das Ausscheiden. Und Kollege Nussdorfer sagte, ja, was würdest du denn schreiben? Und dann sage ich, nö, ich würde jetzt nicht draufhauen, sondern würde so sagen, hat ja auch alles Gründe. Und auch wenn es gerade schmerzt, man muss ja dann mal gucken. Guck mal, der sieht ja gut aus. Er hat wirklich, muss man ganz ehrlich sagen, zugelegt, optisch. Sieht einfach tipptopp aus. Wirklich, der sieht jeden Tag aus wie aus dem Mann. Ich versuche auch immer dieses Ding jetzt zu imitieren, aber ich weiß noch nicht genau, wie es läuft. Und guck mal, er kriegt ein Mikro. Ach. Jetzt ein Freestyle-Rap. Okay, wir werfen in die Themen rein. Ich habe auf dem beliebten Elf-Freunde-Themenfrühstücks Twitter-Account, den es ja immer noch gibt. Diesen Fan-Account? Ja, geil. Da haben wir die ganzen Videos rausgeklippt. Da habe ich auch so ein paar Highlight-Videos vom Donkey da nochmal wieder gefunden. Donkey darfst du sagen. Und eins meiner Lieblingsvideos ist, wo du und Stefan auf dem Sofa sitzt. Mhm. Themenfrühstück läuft auch. Und auf einmal kommt Max einfach wie aus der Tonne hinterm Sofa hervor. So, hallo! Und dann ist er mit drin im Themenfrühstück. Und das ist wirklich eins der schönsten Videos, die ich dort gefunden habe. Sporte ich nachher. Aber er sieht so fresh aus. Wieder. Ja. Das mit der Kette, ey. Aber ich habe mich nie getraut. Jetzt einfach, ja, das ist einfach, das macht er so gut. Tja. Naja. Oh Mann. Aber sagt er jetzt was oder hat das Mikrofon nur, damit es irgendwie fresh aussieht? Ich glaube, er guckt nur. Er schwelgt nur wie ich in alten Zeiten. Na pass auf, jedenfalls Borussia Mönchengladbach. Ja. Nussi sagte dann so, ja, so wie du es siehst, sehe ich es als Außenstehender eigentlich auch. Und jetzt wollte ich mal von dir wissen, wie du diesen Verein, der mir ja doch am Herzen festklebt leider, wie du das denn bewertest. Sind die auf dem absteigenden Ast, machen die HSV Schalke in den nächsten 2-3 Jahren oder ist das alles halb so schlimm? Nee, ich glaube, also so schlimm sehe ich es nicht, weil, also zum einen ist es halt einfach finanziell bei Weitem nicht so derb. Also man hat einfach gerade das Gefühl, wie wir im US-Sport sagen, ist ein Rebuild, ne? Also ist halt, im US-Sport gibt es ja wirklich viel, weil klar, da kannst du halt nicht absteigen. Das heißt, das Schlimmste, was passieren kann, sind so 5 bis 10 bis 35 titellose Jahre. Und dann gibt es ja sehr, sehr offensiv, dass dann so General Manager, also ein Roland Vierkus, dass die dann vors Mikro treten und mehr oder minder sagen so, Leute, das wird jetzt eine ziemlich harte Zeit. Und dann ist klar, okay, du spielst halt ein paar Jahre mit Spielern, die halt nicht ganz so geil sind oder die sehr, sehr jung sind und du musst ein bisschen an Picks sammeln, also dass du demnächst halt gute Spieler wieder auswählen kannst. Und das Gefühl habe ich halt gerade bei Gladbach, dass die zu einem gewissen Zeitpunkt, den ich auch relativ genau benennen könnte, auch wenn mir das Jahr gerade nicht einfällt, aber nach dem Jahr, in dem sie Champions League gespielt haben und dann plötzlich nicht im internationalen Geschäft war, war klar, sie haben viel zu aufgeblähten Kader mit Spielern, die A, eigentlich ein bisschen zu gut sind für Gladbach, für den Moment, in dem Gladbach gerade war und mit Verträgen ausgestattet und mit möglichen Ablösen, die man für diese Spieler halt eigentlich erzielen will, aber man weiß, der Vertrag dauert nicht mehr lang genug und so weiter. Das klar war, da wurde ein bisschen auf eine Karte gesetzt und das geht jetzt ein bisschen schief. Ja. Und trotzdem aber, wenn ich mir den Kader anschaue, denke ich mir, die sind sowas von solide, denen fehlen so ein paar Eigenschaften, wie zum Beispiel mal in den Zweikampf zu gehen. So. Also das wird schon helfen bei den Elf, also das wird einfach wirklich helfen. Letztes Jahr war es halt so, es hat sich jetzt ein bisschen gebessert, aber letztes Jahr war es auch mit Abstand die langsamste Mannschaft in der Bundesliga. Ist immer noch die lauffaulste Mannschaft, immer noch. Glaube ich sofort. Konstanz ist ja wichtig. So. Und dann denke ich mir aber, lass die mal
3-4 gute Griffe auf dem Transfermarkt machen und vielleicht noch wobei davon haben sie genug, aber einen guten Jugendspieler, der ein bisschen unerwartet aus der Ecke kommt. So. Und dann haben die eine sehr, sehr gute. Eben. Und dann werden die halt am Ende Siebter. Dann ist alles gut. Ja, so. Conference League, wenn es gut läuft. Mm. Da bin ich aber froh, dass du es so siehst. Ich sehe es ähnlich. Das große Problem meiner Meinung nach ist, dass der von dir besungene General Manager, Roland Rollo Wirkes, einfach ein schlechter Kommunikator ist und der ganze Verein. Wenn er die Leute mitnehmen würde, Max Eber, der war auch nicht immer alles geil, aber der wusste halt, mit den Leuten zu reden. Ja, Roland Firkus ist, glaube ich, auch einfach kein General Manager. So. Der ist halt. Also, ich glaube, das ist ein sehr wichtiger Mitarbeiter in einem Verein. Genau so einen brauchst du, der irgendwie Aufgaben hat und die sehr gut erledigt. Wie du halt auch Leute im Beamtentum brauchst, so, die das einfach machen und ihre Akten wegarbeiten und gut ist. Und er hat einen Tipptopp-Schnurrbart, immer noch. Das darf man nicht unterschätzen. Ja, Wahnsinn. Dürfen wir den Kollegen Dinkelacker wenigstens zu einem Statement herausfordern? Ich würde nämlich gerne wissen, das, was ich dich gefragt habe, frage ich jetzt auch den Kollegen Dinkelacker. Eine Eigenschaft, die dir Leute nicht zutrauen, die du aber besser kannst, als andere denken. Bei mir ist es Tanzen. Ich tanze sehr viel besser, als, glaube ich, die meisten denken. Arend sagte, seitlich einparken. Ich würde jetzt nicht denken, dass Leute denken, der kann ich gut seitlich einparken. Aber gut. Dinkelacker, was bei dir? Schreiben. Oh, das ist stimmt. Das stimmt. Handschriftlich? Handschriftlich. Nee, komm, irgendwas. Kochen. Ich würde dir zum Beispiel nicht zutrauen, dass du gut kochen kannst. Kannst du gut kochen? Was? Max kann lecker kochen. Ist ein ganz solider Kocher. Ich glaube, Max ist ein sehr, sehr guter Bräter. Stark am Grill. Ich kann schon lecker kochen. Wirklich? Ja, aber... Lecker, ist das sowas wie fresh.de, HelloFresh oder was? Nee. Oder naja, ich kann jetzt hier nicht so ein 8-Gänge-Menü hinzaubern, wo was besonders Instagrammable ist, aber ich bekomme jeden satt und die allermeisten sind auch zufrieden. Ich bekomme jeden satt. Ich sag doch, er ist ein Grillmeister. Das ist auch so, als würdest du sagen, ich kann ganz gut tanzen im Sinne von, ich werde nicht rausgeschmissen. Ja. Ich bekomme jeden satt. Okay, hätte ich nicht gedacht. Aber ist doch zum Beispiel was, wenn du jetzt, das ist genau die Antwort. I like. Ja, wahrscheinlich müssten eher andere Leute sagen, was trauen sie einem nicht zu und dann kann man dazu Stellung beziehen. Ah. Mir fällt jetzt nicht direkt was ein. Na gut, ich wollte eigentlich nur droppen, dass ich geil tanzen kann. Ja. Und dann wollte ich noch fragen, wenn du dir einen Spieler aussuchen könntest, der noch aktiv ist, der mal bei Hertha BSC gespielt hat, du dürftest den jetzt zurückholen in den aktuellen Kader. Wer wäre das? Gut, das ist eine relativ einfache Frage. Mateusz Kunja. Ah ja, stimmt, natürlich. Ich war vor Mateusz Kunja in der zweiten Liga. Ich tippe mal, Dardai würde auch das hinbekommen, dass es nicht so viel Spaß macht, zuzuschauen dann, aber boah, der Kunja ist ein No-Brainer. Verfolgst du ihn noch bei Wolverhampton? Ja, ist aktuell verletzt. Bitte. Aber statistisch dieses Jahr in der Premier League richtig angekommen. Ich glaube, er ist der torgefährlichste Brasilianer, der Premier League auf jeden Fall. Und Gänsehaut. Auch fast der Top, also auf jeden Fall in der Top 5 der Brasilianer in den Top 5 liegen. Was seinen statistischen Output angeht. Ich habe 12 Tore oder sowas und auch nochmal 8 oder 9 vorgelegt. Also. Ich erinnere mich gerade mit Wohlwollen an die kurze, aber intensive Hochphase der Social-App Clubhouse, wo Dinkelacker und ich ein einziges Mal performt haben zum Thema Mateusz Kunja. Ja, waren noch nette 8, 9 Stunden. Ja. Der kurze Impulsvortrag. Ja. Auch hier wieder, es war nicht alles schlecht. Und dann abschließende Frage, weil ich auch diese an Tobias Arends weitergegeben habe. Dein Leben wird verfilmt. Welche Schauspielerin spielt dich? Boah. Welche Schauspielerin? Muss es eine Schauspielerin sein? Ja. Es soll ja ein Kassenschlager werden. Wie heißt die Frau, die fast einen Oscar gerade gewonnen hat? Sandra Hüller. Ich würde die jetzt erstmal anfragen. Boah, Sandra Hüller als Max Dinkelacker. Jetzt habe ich richtig. Die treibt die Leute in die Kinos, oder? Gastauftritt Mateusz Kunja. So am Rand. Immer nur so. Als Taxifahrer. Als ich später. Ja, gut. Tja. Schön, dich zu sehen. Schön, dich zu sehen, mein Lieber. Ja, vielen Dank. Ach so, du meintest Donkey, ne? Tja, naja, so kann's gehen. Guck mal, aus dieser Kameraperspektive hat Dinkelacker erstaunlich viel Ähnlichkeiten mit Dardai. Das Blau stimmt so ein bisschen, die Körperhaltung stimmt ein bisschen. Bist du genervt von den sehr witzigen Pressekonferenzauftritten? Doch. Ich wollte mich hier auch eigentlich gar nicht rein. Ich wollte euch nur zuschauen. Ich fand's schön. Ich war hinten. Was hast du jetzt gemacht? Ich war hinten am Gucken und dann dachte ich, schaue ich mir doch einfach live an. Ich muss ja nur ein paar Meter laufen. Wann bist du losgelaufen? 11.40 Uhr. Ich wurde aufgehalten. Also Paul Dardai soll nicht mehr so lustig sein auf Pressekonferenzen?
Doch, die Pressekonferenzen sind somit das Beste. Was nicht für einen Trainer spricht, das ist nicht gut. Ich schaue noch mal ganz kurz in die Kommentare, denn davon, da gab es ja doch einige. Um 12 muss ich weg hier. Na gut. Wie spät ist es denn jetzt? Keab Gisela schreibt Kathi Karrenbauer. Mein Leben? Nee, es steht ja einfach nur Kathi Karrenbauer. Muss man ganz ehrlich sagen, Kathi Karrenbauer wäre perfekt für mich. Ich will Scarlett Johansson, aber es ist wahrscheinlich Kathi Karrenbauer. Mhm. It's true. Keab Gisela hat auch aus irgendeinem Grund Kornsaufen reingeschrieben. Ja. Wofür das die Antwort ist, müsst ihr dann selber entscheiden. Das ist witzig, weil Kollege Gropper gestern eine WhatsApp-Gruppe eingerichtet hat für dieses Themenfrühstück. Die hieß, wie hieß sie nochmal, Gropper? Bear. Bear. Wo ich so denke, das klingt wie so eine Behandlungsmethode oder was, keine Ahnung. Mhm. Und dann habe ich gefragt, ob ich dann private Fragen stellen darf an dich. Mhm. Und dass die meisten eben schon auch mit Korn zu tun hätten. Und es hatte nicht eine was mit Korn zu tun. Das ja, muss man jetzt auch mal. Weil du mir irgendwann, soll ich jetzt die Wahrheit rauspacken oder was? Nein. Nein. Na doch. Ja? Ja. Du hast mir vor rund einem Jahr, würde ich sagen, oh, leg mich da nicht fest, aber vor rund einem Jahr hast du gesagt, dass Korn nicht mehr so ein großes Thema ist in deinem Leben. Das hab ich mir gemerkt. Ich war schon auch enttäuscht. Musste vieles nochmal neu bedenken und so. Ich denke erstaunlich oft, du würdest dich wundern, erstaunlich oft an deine Begegnung mit Kevin Kühnert in Cottbus. Oh, ja, die war auch, da war auch Korn mit im Spiel. Siehste? Das kann man wohl sagen. Aber ich meine, du hast gerade zu Anfang der Sendung, meintest du, ich hätte an Masse zugelegt und ich habe dir gesagt, Korn spielt nicht mehr. Ne? Da kann man vielleicht auch Dinge einfach mal kombinieren und merken, vielleicht hat das miteinander zu tun. Ich bin ja lebt der Mann einen gesunden Lebensstil? Ich bin sehr langsam im Kopf. Ich weiß, dass ich die nächsten 3 Tage sacken lassen werde, was hier heute passiert ist. Und dann habe ich vielleicht noch Anschlussfragen. Aber gut, ich habe ja eure Nummern. So, Alex Fischer schreibt noch ganz kurz, Philipp Köster hat sich ziemlich gut gehalten, würde ich sagen. Ja, das ist absurd, ne? Es gibt 2 Parallelen, die mit meinem optischen Erscheinungsbild irgendwie gemacht werden. Einmal Sido und dann Köster. Und ich frage mich immer, für wen es die größere Beleidigung ist. Das müsst ihr selber entscheiden. Ansonsten stand irgendwo noch, Anna Panna schreibt. Anna Panna, kenne ich noch. Ne? Kann Ilja bitte mal tanzen jetzt? Reden kann man ja vieles. Nein. Das ist das große Problem an meinem Super-Special-Skill Tanzen, dass ich das halt aufgrund einer wirklich schweren Schüchternheit, die mich und mein Leben begleitet, nur im privaten Raum kann. Sehr, sehr gut. Es gibt einen Song von Mein Handy ist nicht da. Es ist so ein afrikanischer Selam heißt das Lied. Ihr könnt es alle mal anspielen. Mhm. Das ist der absolute Lieblingshit von meinem Sohn und er wird jeden Abend einmal im Esszimmer performt und da geht's, also da werden die Hüften, es ist irre. Es ist wirklich irre, dass da nicht, also ich würde mal sagen, in Friedrichshain komplette Warmfronten verschoben werden, ist eigentlich ein Wunder. Werden wir gleich hören. Ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns morgen hier wieder und wir gehen raus mit einem Kommentar von dem Karl-Kanal, der schreibt, und du musst raten, ob er das zu Beginn der Sendung gesagt hat, geschrieben hat oder als die DFB-Trikots reinkamen. Ach du Scheiße, was ist das denn? Ja, gut. In diesem Sinne, es hat mir großen, großen Spaß gemacht. Danke. Und weil Kollege Gropper langsam ein bisschen nervös auf die Uhr guckt, sagen wir morgen wieder ungefähr. Ja, natürlich. Und ansonsten nächste Woche. Lasst doch gerne mal einen ganz kleinen Daumen da. Und wir sehen uns morgen wieder. Bis dahin. Tschüss.